normaler Drache, oder wie? Keine Blutdrachen? Oh, jetzt bin ich aber enttäuscht. Auf jeden Fall gibt es hier einen Schrei für uns. Ich nehme mal besser den hier. Ich habe so das Gefühl, als ob da der mehr effektiver ist als die Feuerzahl. Aua, ich brenne. Mensch, das tut doch weh, Drache. Du kannst mich doch nicht einfach anzünden. Ah, er landet. Aua. Grüß mich nicht. Nein. Feigling. Komm her. Komm runter. Na, dann nicht. Ja, der kommt wieder. Och du Scheiße. What the? Ja, so sollst du nicht landen, mein Freund. Aber sind das eigentlich mal Bugs oder schlittert der wirklich auf seinen Bauch rum? Ja, ich glaube, das ist ein Bug, oder? Oh. Da kommt er runtergekullert. Das sieht irgendwie Panne aus, wenn so ein Drache da... Ups, hallo Cheat-Konsole. Wenn so ein Drache da am Berg runtergekullert kommt. Aber wir haben mal wieder einen besiegt. Ist ja auch nicht mehr so eine Besonderheit jetzt, oder? So, die Seele hätten wir. Ja, und Champion, die Aranea muss mal wieder was für uns tragen, bitte. Sonstiges. Die da, genau. Ich komme heute immer auf die Ding-Taste, auf die Hütchen-Taste. Ich weiß gar nicht, wie man das Symbol nennt. Gibt es irgendeinen speziellen Ausdruck für? Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr. Elementare Raserei. Ah ja. Gold und ein Ring. Ja, das ist sehr sinnvoll. So, mal kurz. Magie-Menü. Schreie. Elementare Raserei. Der Turm erfüllt deine Arme mit der Geschwindigkeit des Windes und ermöglicht schnellere Schläge deiner Waffe. Haben wir sonst noch was, was wir skillen könnten? Die Tiere in deiner Nähe ist sinnfrei. Finde ich jetzt ebenfalls. Ätherische Gestalt braucht man nicht. Ich jedenfalls nicht. Frostatem bräuchte man noch ein Wort, wo auch immer das ist. Eisfang haben wir komplett. Druckwelle. Nee, das brauchen wir auch nicht. Elementare Raserei, das könnte eigentlich... Wir haben 6 Drachen gesehen. What the hell? Das kill ich jetzt mal. Ach ja. Entschuldigung, falsche Taste. Und Favoritenmenü bitte. Sonst kill ich mal das auch noch hier. Ups, wollte ich nicht ausrüsten. Wir haben ja momentan sowieso genug Schreie und so verfügbar. Zeit verlangsamen, machen wir halt auch nochmal eine drauf. Und das war's dann. Die restlichen Seelen sparen wir jetzt uns jetzt mal. Dann könnten wir eigentlich mal unten diese Festung erkunden, wenn wir schon mal hier sind. In der Gegend. Oder Brukas Sprungschanze. Können wir doch mal hinlaufen, oder eigentlich? Müsste die Richtung Festung irgendwo sein. Wer bist du? Eine verbrannte Leiche. Ach so. Hallo, verbrannte Leiche. Und hallo Bandit. Ich glaube, da war ein Drache schneller. Oder er hatte Hunger. Eins von beiden. Vielleicht auch beides. Drachen sind da immer ein bisschen gefährliche Geschöpfe. Das sollte man beachten, wenn man einen Drachenhort plündern will. Haben euch das eure Mütter nicht beigebracht, als ihr klein wart, dass man Drachen nicht reizt? Mann, hat euch damals die Mama keine Geschichten vom bösen Alduin erzählt? Mensch, also ich kenne die ja noch gut. Ach Gott, so Rotkäppchen und der böse Alduin und so kennt ihr doch alle, oder? Ich meine, das hat man doch gehört. Oder Alduin-Stilzchen oder so. Das kennt man doch. Oh. Mal wieder ein bisschen rumgebackt hier. Oh, hier ist ein Weg. Oh mein Gott, ein Weg in Skyrim. What the? What the? Wo kommst jetzt du her? What the hell? Ja, habe ich auch kein Problem damit, wenn er auf einmal auftaucht, oder? Oh mein Gott, das war also eine ziemliche Kehrtwende hier. Oh!
mein Gott. Ich möchte so ausweichen können wie in Mass Effect, so rollenmäßig. So, wo ist der Dragon? Where is the Dragon? Stier! Brenne! Was auch immer! Nur mach irgendwas, um deine Health zu reduzieren. Flieg gegen den Baum oder so. Vor allem hat der auch zielsuchende Feuerbälle hier irgendwie. Erinnert mich an den Drachen in Ding, ihr kennt ihr ja. Wie heißt das wieder? Mann. Dragon Age 2, da gab es ja auch so einen Drachen mit super zielsuchenden Feuerballen. Wer Gronks LP geschaut hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat es auch der Sarasa in seinem Ding behandelt, aber ja. Ich habe nur die Ausgabe von Gronk gesehen. Die haben sie ja zu zweit gespielt. Einer gut, einer böse. Stier, Blutdrache! Oh! Oryx stirbt auch gleich, das ist nicht so toll. Blutdrache, stirb! Danke sehr. Vielen Dank für Ihr Verständnis, liebe Blutdrachen. Oh, ich sollte das Schwert lieber da lassen. Man weiß ja nie. So, noch eine Drachenseele, die wir verschwenden können. Aber momentan haben wir ja von der Sorte eh genug. Drachenseele meine ich jetzt. Hallo Blutdrache. Drachenknochenschuppen und das übliche Zeugs. Ja, das war klar. Bitte, Aramia, ich möchte dir was geben. Ein Geschenk. So. Oh, das war's dann. Wir können uns wieder bewegen. Wächter. Wahrscheinlich wird die Aranea irgendwo... Ich glaube, die kann sich tatsächlich nicht mehr bewegen. Die ist überladen, oder? Oder tut die nur so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die ist einfach nur im Kampf. Nee, die kann sich schon noch bewegen. Ganz normal. Gut. Dachte schon, die ist überladen. Das wäre jetzt nicht so toll, wenn die uns nicht nachlaufen kann. Oh. Hallo, Palisade. Was auch immer das ist hier. Bruka Sprungschanze, hätte ich mir jetzt auch denken können. Wer wartet hier auf uns? Wer möchte da Hauer haben? Abgeschmann, ey, das war ja wieder klar. Hey, wir haben gerade einen Anführer getötet. Mann. Formiert euch doch nicht jetzt neu oder so, das geht doch nicht. Das weiß doch jeder, wenn der Anführer einer Organisation ausgeschaltet ist, dann muss diese Organisation den Bach runtergehen. Es ist nicht so, dass man sich neu organisieren könnte. Nein, das gibt's nicht. Das sind nur Gerüchte. Das kann euch niemand beweisen. Ich habe gerade hier Stacheln gesehen. Ich dachte, das ist eine Falle oder so. Sieht aus wie ein Alien oder so. Das übrigens auch, obwohl es nur ein Hirsch oder sowas sein soll. Ich kenne mich mit den Tieren ja nicht aus. Habe ich das letzte Mal eine Grundschule. Tiere und so Sachen. Bin ich nicht unbedingt interessiert. Oh, hallo Dornen jetzt. Oh, das hat immer gar nichts gebraucht. Nein, du stirbst mir nicht. Verdammt. Oder vielleicht doch. Oh shit, das war nischt. Laden bitte. Alter, ruckel nicht so, Skyrim. Beim Laden im Menü ruckelt das immer so ewig. Ich weiß nicht warum. Sonst läuft es ja gut. Und mein Rechner ist ja auch der Gerät, also an sich. Dürfte es da kein Problem geben. Ich wollte in den anderen Schrei. Ja, das ist... Irgendwie ist das sinnlos, hier auf die Barriere drauf zu bolzen, oder? So. Kommt! Kommt! Den Abgeschworenen! Nö, ich flüchte jetzt mal kurz.
da ich meine Schnellheilung rauspacken will. Oh. Sollte ich vielleicht erstmal Magicka nachtanken? So. Uah. Ach, shit. Aber ich hab da ja einen Gegner. Ihr wisst ja, Feuer plus Eis ist gleich Feuer wins. Ach, der kommt da hinten nicht mehr raus, oder wie? Die Abgeschworenen nehmen sich zurück, was ihnen gehört. Nö, das tut ihr nicht. Da habe ich ein Wörtchen mit. Was habe ich denn jetzt getrunken? Ups. Irgendwas ganz, was ich eigentlich nicht wollte. Ah, ich habe nichts mehr zum Magicka steigern dabei. Ich brauche mehr Trinke. Erst ihr, dann der Rest von Reese. So, das war's dann mit dem Dornenherz. Danke, Aranea, dass du mir geholfen hast. Vulkanglas durch. Oh yeah. Ich glaube, das wäre eine gute Waffe für die Aranea. Die bekommt bei Gelegenheit auch mal eine anständige, leichte Rüstung spendiert, wenn wir mal gut im Schmieden sind. Blutige Lumpen. Nee, möchte ich nicht haben. Tragödie in Schwarz braucht man auch nicht. Ich wollte auch mal die ganzen Bücher in mein Haus einordnen, aber da komme ich ja immer nicht dazu. Weil ich es vergesse natürlich. Kennt ihr ja. So, damit versuchen wir mal noch die Ork-Rüstung aus. Der überragt den Ausdauer. Aha, bringt uns aber nichts. Ja, okay, lassen wir das mal. Was hätten wir, haben wir hier drin jetzt eigentlich machen sollen? Weiß das gerade noch einer? Ich weiß, ich habe die Quest schon wieder vergessen. Ihr kennt mein Gedächtnis, also wundert euch bitte nicht. Die Quest-Teil zeigt auf jeden Fall nach draußen. Also haben wir hier drin schon irgendwas erfüllt. Oder auch nicht. Mal schauen. So, hallo Quest. Bist du immer noch da? Findet den Priester von Bythia. Ach, ist immer noch da. Also mal dem Questpfeil nach. Da unten ist er. Mit einer Schau abgeordnet. Denn der gerade ein Hühnchen tötet. Wenn das jetzt ein bisschen übel Chicken war, dann hast du kein Recht, das zu töten. Ist das dir klar, junge Dame? Aber ich glaube, der ist nichts mehr klar. Hallo, Priester von irgendwem. Ihr da. Seid ihr hier, um mich zu ermorden? Wollt ihr den mächtigen Logrolf töten, solange er gefesselt und wehrlos ist? Ich bin hier, um euch zu retten. Retten? Niemand wusste, wo ich bin und wann ich gefangen genommen wurde. Wer hat euch geschickt? Bythia hat mich geschickt. Die dunkle Herrin? Euch geschickt? Und jetzt erzählt mir noch mal den von dem Troll, der kleinen Jungen und Mädchen Geschenke macht. Heißt der nicht Weihnachtsmann? Molok Bol, was auch immer das heißt. Ach, der König der Korruption schickt seinen Boten, um mich herauszufordern. Sehr schön. Ich werde mich mit Molok Bal treffen und seinen Altar in Boethias Namen anbeten. So wie früher. Macht mich los, Scherge des Gehassten. Ich muss nach Markart. Okay, machen wir mal. Ach, endlich frei. Und jetzt geht mir aus dem Weg. Ich habe etwas zu erledigen. Na klasse. Geh zum verlassenen Haus. Warum? So. Ich muss jetzt, bin jetzt aber mal kurz eine Sekunde weg. Ich muss kurz was erledigen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Das kommt davon, wenn man so tollpatschig ist. Ich habe jetzt gerade aus Versehen meinen halben Tisch unter Wasser gesetzt, weil ich meine Flasche hier umgeschmissen habe. Das war jetzt nicht so optimal. Das heißt, ich war jetzt ungefähr 10 Minuten weg und habe erstmal den kompletten Tisch sauber gemacht. Ja, das war wieder eine tolle Aktion. Naja, jetzt geht's hier erstmal weiter. Im Text, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die Drachenbrühe an. Da gibt es ja noch diesen Kommandanten Maro, mit dem wir über den Tod der angeblichen Anführerin der dunklen Bruderschaft reden sollen. Dann müssen wir auch noch in das verlassene Haus. Das hat ja auch noch irgendwas mit der dunklen Bruderschaft zu tun. Also irgendwie hängt da alles zusammen. Ich weiß nur noch nicht wie. Ich bin ja da in der Skyrim-Geschichte, also in der Elder Scrolls-Geschichte, auch nicht so bewandert.
dass ich jetzt sagen könnte, wie die Daedra und die dunkle Bruderschaft zusammenhängen. Lass mich jetzt hier einfach mal treiben. Oh, hallo Motte. Oh, jetzt fliegt sie weg. Ist aber eine Liberle gewesen. Naja. Kann man sich auch nicht aussuchen, was man wird, ne? Oh, ich will Libellen fangen. Oh, hallo Karpfen. So, wieso geht's jetzt nicht weiter? Oh ja, müssen wir halt laufen. Oder tauchen geht natürlich auch. So, wo geht's jetzt hier hin? Ich möchte jetzt mal den Wasserfall runterspringen. What the hell? Na egal. Geronimo! Oh, oh mein Gott, ich sterbe. Wow, yeah. Oh mein Gott. Total geile Strömung hier. Aber hier ist ein Feind. Wer auch immer das ist. Ist er weg. Na, dann ist das halt so. Wow, alter Schwede, das katapultiert eine richtig rüber hier. Cool. Kommen wir jetzt hier eigentlich wieder raus auch? Ich hoff's mal. Sonst haben wir jetzt ein kleines Problemchen, weil da oben ist Drachenbrücke. Nee, das könnte jetzt ein kleines Problem werden hier. Weil den Wasserfall raufschwimmen geht nicht, wie bei Minecraft, oder? Wäre ja äußerst komisch. Nee, das geht ganz bestimmt nicht. Müssen wir jetzt also praktisch der Strömung folgen, bis wir wieder... Ach, klasse, jetzt bin ich hier. Ach, da geht's raus, Gott sei Dank. Ich dachte schon, komme ich nie wieder raus oder so. Das wäre äußerst suboptimal. Aber jetzt müssen wir über die Brücke in Richtung Drachenbrücke. Irgendwie reimt sich das alles heute. Die sieht mir auch äußerst vertrauenserweckend aus. Und hier ist schon wieder ein Feind. Hä? Where are you, enemy? Nirgends. Na, okay. Habe ich auch nichts dagegen. Irgendwie erinnert mich diese Stadt an irgendwas. Ich weiß nur nicht warum. An was? Kann ich gerade nicht sagen. Hier geht es dann scheinbar zum Haus des Kommandanten. Warum speichere ich jetzt eigentlich so oft? Ich weiß es nicht. Ah, Außenposten des Pinotus. Irgendwas habe ich schon wieder gelesen. So, hallo Kommandant Mark. Hm? Eine Wache hat mich geschickt. Ich habe den Anführer der Dunklen Bruderschaft getötet. Die Anführerin der Dunklen Bruderschaft? Ihr meint Astrid? Tot? Ja. Und das ist kein Scherz? Ha! Das sind doch mal gute Nachrichten. Ich beobachte die Dunkle Bruderschaft schon lange und warte auf den richtigen Augenblick für einen Angriff. Und das ist er! Meine Leute haben vor kurzem die Losung für ihren Unterschlupf herausgefunden. Still, mein Bruder! Jeder Attentäter in diesem Loch muss getötet werden! Ihr habt es geschafft. Ihr habt ihre Anführerin getötet. Diese Ehre gebührt euch. Tut es und ihr werdet fürstlich entlohnt. Okay. Töte jeden, den du hier haben die findest. Gelegenheit, die Dunkle Bruderschaft für immer zu vernichten. Können wir machen. Es liegt nur bei euch. Könnte ja mal so eine Quest sein, die wir jetzt mal angreifen könnten eigentlich, oder? Bin ich ja mal so Fan von jetzt. Wo ist denn diese Zuflucht? Da blinkt irgendwas. Ach, Kopfgold, verlassenes Haus. Ah ja, da ist ja der Dämon noch, der auf uns wartet. Die Quest könnten wir eigentlich mal kurz abschließen hier. Bevor wir uns an die Vernichtung der Dunklen Bruderschaft machen, obwohl ich glaube, dass das eh wieder ein bisschen was Längeres wird. Kann mir nicht vorstellen, dass die Astrid wirklich die Anführerin war. Weil die schicken doch nicht ihre Anführerin auf so eine... Naja, Lakaienarbeit, würde ich jetzt mal so sagen. Das wäre irgendwie komisch, oder? Würde jetzt jedenfalls meine Einstellung zu der dunklen... Also mein... Wie ihr wisst, was ich meine. Meine Gedanken über die dunkle Bruderschaft ein bisschen stören, sagen wir mal so. Hier ist dieses Dämonenhäuschen, oder? Wieder. Schauen wir doch direkt mal rein. Ich muss jetzt nur schauen, dass ich hier... Ich habe ja die Aufnahme währenddessen weiterlaufen lassen. Oh, hallo Logorulf. Ah, ich muss dem jetzt folgen, oder wie? Na gut. Ich muss nur schauen, dass ich dann 10 Minuten oder so ungefähr dranhänge, weil ich habe ja jetzt einen Haufen Scheiße gebaut mit meiner Flasche da. Oder 5 Minuten, sagen wir mal so. Aber das geht schon. So schlimm ist es ja nicht. So, was sollen wir jetzt mit dem hier eigentlich machen? Sollen wir den töten oder sollen wir den machen lassen oder was sollen wir da machen? Molag bei!
Denkt ihr, ihr könntet Boethias Anhänger bezwingen? Ich habe diesen Wettstreit schon einmal gewonnen. Aber ich habe dieses Mal meinen eigenen Champion, Logrolf. Ganz gewiss, Nils. Was? Ihr? Sterbliche. Ich gebe euch meinen Streitkolben in all seiner rostigen Boshaftigkeit. Zermalmt Logrolfs Lebenswillen. Er soll sich mir unterwerfen. Ganz sicher nicht.